Bitwalker für dem Auto bedeutet was? Genau, Labereckenzeit. Hallo und grüße euch, willkommen in meinem Ford C-Max, weil ich immer gefragt habe, welche Autos ich fahre. Also ein Ford C-Max, ein schöner weißer mit abgedunkelten Scheiben hinten und so weiter. Sehr praktische Familienkutsche. Die normale Variante ist nicht der Grand C-Max, der war ein bisschen länger und hat die Schiebetüren hinten. Nö, wir haben den normalen C-Max. Super Auto, komplett zuverlässig, läuft wie ein E1. Gut, und das soll es heute nicht gehen. Die Laberecke wird wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich heute nach Salzburg fahre. Ich werde ein bisschen erzählen über das, warum ich nach Salzburg fahre. Und werde ein bisschen über unseren Hamburg-Trip erzählen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir waren jetzt 5 Tage in Hamburg mit der Family und da quatschen wir einfach ein bisschen drüber. Ja. So, ich fahre jetzt nach Salzburg zu einem Konsolen-Gaming-Händler, dessen Namen ich hier jetzt nicht nennen will. Es ist einer, wo es immer heißt, man bekommt für seine Spiele recht wenig Geld. So ungefähr. Der hat eine Aktion, und zwar kann man die Xbox One eintauschen, inklusive 2 Games, also Xbox One plus 2 Games, gegen eine Xbox One S, allerdings in die blaue Variante, mit einer Zuzahlung von knapp 60 Euro. Da haben wir gedacht, na, nachdem ich die Day One Edition habe, die auch zuverlässig läuft und alles drum und dran, also keine Probleme haben, sogar der Day One Controller ist noch ungespielt, also unbespielt, muss ich sagen, weil wir damals den zweiten Controller dazu gekauft habe und dieser eben unbenutzt ist. Aber trotzdem ist einfach umtauschen. Wir haben gedacht, okay, das Angebot lasse ich mir nicht nehmen. Die Xbox One S ist da nicht viel besser in dem Sinn, hat so ein paar Features dazu, die man jetzt unbedingt haben muss. Aber ja, eine frische Garantie vor allem und ich denke, ist vielleicht keine blöde Sache, das zu machen. Ja, und das mache ich jetzt. Ich bin am Weg nach Salzburg. Musste mitten in die Stadt rein und ist mal einer Sau-Deppert bei uns, weil wenn ich über die Autobahn fahren würde, da hinten ist ein Tunnel. Und den renovieren sie schon seit gefühlten 15 Jahren. Ist aber nicht so lang, aber gefühlte 15 Jahre. Und da steht halt komplett alles. Ja. Und deshalb muss ich jetzt ein bisschen durch die City fahren. Habe ein Geister schon Plan zurechtgelegt, wie ich fahre. Dauert ein bisschen, ja. Nutzt nichts. Ich wollte also die Konsole austauschen. Die Aktion geht bis 20. November 2016. Heute ist der 2. November und möchte das aber gleich machen, weil ich jetzt die nächsten 5 Tage in Wien bin auf Fortbildung, also die nächsten 3 Tage, Blödsinn, also morgen, also heute fahren wir weg, morgen, übermorgen und Samstag dann bin ich in Wien auf Fortbildung und nicht, dass es dann nicht mehr gibt, ja, das kann ich lagern, wir haben es angerufen bei dem Händler, sie sind lagernd, dass man kann kommen und austauschen und ja, mal schauen, bin schon sehr gespannt darauf, ja. Mein neuer Controller dann dabei und so weiter, ist für mich ist nicht so relevant. Ich habe einen Elite-Controller, also mir geht es nicht darum, dass ich sage, ich tausche aus, weil ich was Besseres haben will, sondern einfach nur, weil die Aktion da ist, ich die Aktion gut finde vom Preis her, ich eh noch einige Disc-Spiele habe, die ich zurückgeben kann, die sicher interessant sind für den Händler, für mich nicht mehr so, also ich denke mal, passt das, ja. Ja, wenn man die Kamera wieder drüber schiebt, da. Besser so? Nein, wurscht. Auf jeden Fall, ja, mache ich das jetzt. Jetzt muss ich aufpassen, ich muss nämlich da rausfahren. Da biegen wir rüber und raus. Ein bisschen über die Bundesstraße fahren, ist glaube ich besser vom Verkehr her. Scheinbar hat der Florian, der Zero Cool, welche Spiele das ich hergebe. Kann ich mir leider nicht zuschreiben. Also ich habe Spiele mit zum Zurückgehen, Battlefield 4, ich habe mit Tomb Raider, ich habe mit Halo 5, ich habe mit Dying Light und ich glaube die 4 mit und ich hoffe, dass 2 von denen dabei sind. Also Halo ist auf jeden Fall dabei und ich meine Battlefield wird auch gehen, also ich hoffe es zumindest. Bei Battlefield 4 spiele ich eh nicht mehr, nachdem Battlefield 1 da ist, also reizt mich das nicht mehr so. Aber man weiß ja nicht, ja. Mal schauen, ob sie es nehmen. Ich hoffe schon. Und so noch nehmen sicher. Oder Tomb Raider werden sie auch nehmen, nehme ich an. Ja, mal schauen. Gut. Hamburg. Wir waren in Hamburg. 5 Tage. Es war jetzt so ein runder Geburtstag meiner Frau. 10-jähriger Hochzeitstag.
Also alles so ein Kombinationsausflug, Kurzurlaub, Family in Hamburg. Und wir sind hingeflogen mit EasyJet. War ganz angenehm. Flug war einmal frei. Beinfreiheit war für mich ein bisschen knapp. Ich bin 1,94 groß und bei solchen Fliegern ist natürlich alles mal zusammengestopft. Denk ganz klar, kleine Flieger, möglichst viele Leute rein. Ich glaube, so ein Airbus A320, glaube ich, war das, oder? Airbus A320 mit 180 oder so, 130, 140, 180 Sitzplätzen oder sowas. Ja, ein bisschen zusammengestopft, aber ist in Ordnung. Ja, man, bei knapp ein Viertel oder eineinhalb Stunden Flug ist mir das ehrlich gesagt wurscht. Ja, da ist mir das egal. Also, wenn ich da jetzt stundenlang noch drin sitzen muss, ist mir das egal. Ja, Hamburg, was haben wir denn gemacht? Wir in Hamburg haben wir geschlafen, also sind wir einquartiert bis im Hotel One. Das mag ich recht gern, das gibt es in Wien auch, da wo ich öfters bin. Und ich mag es einfach gern. Die sind auch recht freundlich und nett und ja, hat gut gepasst. Waren dann am ersten Tag, also nachdem wir angekommen sind, sind wir nochmal angekommen, am nächsten Tag waren wir dann im Miniaturwunderland in der Speicherstadt in Hamburg. Das ist diese große Modelleisenbahn, obwohl die Eisenbahn alleine geht es da schon lange nicht mehr. Da geht es einfach schon um Sachen. Ich habe es schon mal erwähnt in einem anderen Video, das müsst ihr euch auf YouTube einfach anschauen. Mivula heißt die dort, Mivula Miniaturwunderland. Und das Gerrits Tagebuch, der Gerrit ist glaube ich einer der Gründer oder der Gründer oder zumindest ein Programmierer von dort. Bringt halt so Sachen, was sie gerade bauen, was sie machen und so. Und da waren wir im dritten mit Junior. Junior ist 5 Jahre gerade. Und das war einfach phänomenal. Also das ist echt. Jetzt habe ich auch den Flughafen gesehen, den sie gebaut haben die letzten Jahre, und diesmal habe ich ihn gesehen im vollen Betrieb. Und es ist einfach nur beeindruckend. Also da geht es ab, da kannst du, also allein bei diesem Flughafensegment, wo du da stehst, und das ist ja schon riesengroß, das ist so groß wie ein großes Wohnzimmer, aber was schätze ich nicht mehr, was wird das sein? Ja, ich kann es nicht schätzen, sie ist 400 Quadratmeter oder so, keine Ahnung. Und also wirklich die komplette Landebahn, das Vorfeld, die Terminals, und da ist Betrieb ohne Ende, wie am echten Flughafen. Da ist sogar ein Schild über dir, wo da siehst du, wann was ein Flugzeug das kommt, wann es startet, wann es landet, welche Maschine das ist, welche Fluggesellschaft. Und die Flieger schauen auch wirklich so aus. Also die kommen wirklich dann her und haben so ein geiles System, dass die Flieger auf zwei so Stützen reingeflogen werden und dann setzen sie auf und dann gehen die Stützen weg und dann fährt das Flugzeug selbstständig zu seiner Parkingposition oder wo es eben hin muss. Und es passiert immer was auf dem Flughafen. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, startet, landet und langweilig. Nein, es passiert immer irgendwas. Da gibt es mal einen Feuerwehreinsatz. Dann kommen mal die Schneeräumfahrzeuge, was die Fahrbahn reinigen. Busse fahren herum, Tankfahrzeuge fahren herum. Es gibt so ein Übungsareal vor der Feuerwehr. Dann brennt es dort einmal wieder. Dann die Antonov zum Beispiel, haben sie dieses größte Flugzeug, Transportflugzeug, was vorne so die Schnauze aufmachen kann, das landet auch dort und macht die Schnauze dann auf und steht dort beim Terminal. Ja, und sie haben halt quer durch die Bank alle möglichen Flieger, also die Concorde fliegt da noch herum, dann eben diese Antonov, dann Airbus A380 von der Singapore Airlines und alles natürlich maßstabsgetreu, also wirklich so riesengroße Flieger sind das, wo sie wirklich die ganzen Turbinen drehen und Soundkulisse passt. Also da ist die DC-6 gestartet von Red Bull, diese viermotorige mit dieser Propellermaschine, die bei uns in Salzburg steht. Und die hört, das horcht sich dann wirklich so an, wenn die startet. Ja. Also ich kenne den Sound, weil die fliegt öfters bei uns drüber. Es horcht sich so an. Ja. Und es horcht sich einfach anders an, wenn es da der Airbus A380 landet oder wenn in eine andere Maschine landet, oder eine Propellermaschine. Ja. Also wirklich super. Und es rührt sich immer irgendwas. Du kannst stundenlang schauen, sie haben natürlich Nacht- und Tagwechsel dabei und die ganze Beleuchtung am Flugfeld ist alles realistisch. Es ist wirklich alles so, wie es sein soll und dann ganzen die Flugbewegungen, das Flugzeug fährt hin, das wartet dann beim Taxiway, dann geht es weiter und also wirklich, ja, also ich glaube, jetzt filmst du mit ein bisschen unscharfen Kamera, im ersten Moment denkt sie dann, auf welchem Flughafen bist du gewesen, ja. Also es schaut wirklich, ja, phänomenal aus. Ja. Man hört nicht nur der Flughafen, alles andere ist auch super, aber für mich war einfach
der Flughafen das Highlight, weil ich den nur im Bau gekannt habe. Ich war jetzt das dritte Mal, glaube ich, dort. Und das letzte Mal dort haben sie ihn gerade gebaut. Und ich habe mich schon so gefreut drauf, echt. Und ich sage es euch, ich habe meiner Frau gesagt, ich würde auch wirklich nur deshalb hochfliegen. Ja? Ich würde wirklich sagen, du fliegst in der Früh weg, mit einem günstigen Flug, da willst du in der Früh wegfliegen, dann gehst du dorthin, schaust den ganzen Tag das an und fliegst auf Nacht wieder heim. Das alleine würde sich auszahlen, also für mich auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt kein Modellbauer, großartig, ich habe früher schon mal so als Kind auch, also diese Flugzeuge, was es gibt, so zusammenkleben und so weiter, und bin ein Modellhubschrauber geflogen, allerdings nicht so original Nachbauten, sondern einfach nur zum Wilden fliegen. Ja? Aber bin ich sorry, mein Hals, der feigelt mich noch immer. Also ich bin nicht der enthusiastische Modellbauer, aber es ist einfach faszinierend, wenn du siehst, mit welcher Detailverliebtheit da gebaut wird. Und wenn du dann das mit dem, auf YouTube eben schaust, was für Aufwände die betreiben. Am Flughafen fliegt auch übrigens der Millennium Falke. Ja? Also das ist auch cool, also wie er den gebaut hat. Und da fliegt auf einmal der Millennium Falke rein und fliegt wieder weiter. Und, ah ja, was mir gerade einfällt, bei den Flugzeugen ist es auch so, die Flugzeuge landen und starten nicht einfach nur. Es gibt ja Flugzeuge, die vielleicht mal falsch anfliegen, die dann durchstarten müssen und so. Ja? Das ist wirklich so, es ist nicht immer alles gleich. Also wirklich phänomenal. Und natürlich alles andere ist auch super da drin. Also es ist einfach... Ja, du kannst locker einen Tag da verbringen. Am Abend waren wir dann im Restaurant schwerelos. Und das ist meine geile Sache. In diesem Restaurant sitzt du an einem Tisch, also du sitzt eigentlich in einem Tisch, der 1, 2, 3 Tische ist. Also es sind immer so kleine optisch getrennt, also aufgrund des Schnittes des Tisches merkt man, okay, das ist ein Bereich für 3 Leute, das ist noch ein Bereich für 3 Leute, das ist noch ein Bereich für 3 Leute. Insgesamt können 9 Leute an diesem großen runden Tisch sitzen. Und jede Dreiergruppe hat einen Bildschirm vor sich. Und über den Bildschirm bestellst du. Also du kriegst eine Karte. Jeder, der dorthin kommt, bekommt eine Karte. Du musst jetzt nicht jede Karte einzeln verwenden. Du bestellst dann mit der. Du kannst so getrennte Rechnungen haben, indem jeder seine Karte verwendet. Bei uns war es wurscht, wir haben eine Karte hergenommen, weil eh alles zusammen bezahlt wurde. Mussten natürlich alle 3 Karten dann abgeben, natürlich. Auf jeden Fall bestellst du dein Essen über das Terminal, über den Bildschirm. Also suchst du aus, was du haben willst. Bedienung war ausgesprochen freundlich, erklärt dir das natürlich alles vorher. Und bestellst du über das Display. Und das Essen kommt dann über die Achterbahn, so auf die Orte. Ja, es gibt so ein Schienensystem im ganzen Gebäude. Und da siehst du rüber zur Küche, da lädt er das ein, das fährt mit einem Fahrstuhl nach oben und oben geht es dann auf die Schiene und dann fährt das los. Ja. Fährt das los. Also das sind die ganzen Tische, die da im Gebäude drinnen sind. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, was sind das, 10, 12 Tische. Und dann kommt es mit der Achterbahn her und zack, fährt zu dir her und dann nimmst du das einfach runter. Und hast dein Getränk zum Beispiel. Und das Essen, es kommt immer so kleine Töpfe. Habe ich auf YouTube mal geschaut, wie die das so gemacht haben. Und dann habe ich das Problem gehabt, sie müssen das Essen so kochen, damit es auch über diese Achterbahn fahren kann. Ja? Ohne dass alles verschüttet wird, dass was runterfällt und so weiter. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Und da kriegst du natürlich das Essen in so kleine Töpfe. Also ein Glasdeckel, du kannst direkt aus dem Topf rausessen, das sagen sie ja, also das ist ganz normal bei denen. Du kannst aber auch einen Teller nehmen und das am Teller runter tun. Du hast aus dem Topf rausgegessen, was so ist. Und auf jeden Fall macht es irrsinnig Spaß mit Julia natürlich auch, das ist ganz lustig. Du sitzt da und fährt um das Essen spazieren und fährt dann runter und bestellst dann einfach, was du haben willst. Ja. Mein Preislich ist schon ein bisschen gehoben, muss man sagen, aber das Essen ist wirklich pipifein. Ja. Also das war wirklich mega, mega lecker. Ich habe gegessen, was war denn das? Hühnerfleisch mit irgendwas und irgendwas und irgendwas. War voll gut, ja. War wirklich sehr, sehr lecker. Und Nachspeise mal gegessen. Du zahlst dann schon ordentlich. Wir haben, glaube ich, 50 Euro bezahlt oder 60 Euro für 3 Leute. Ist schon satt. Aber natürlich bist du auch schon ein bisschen verfühlt, dass du einfach wieder was bestellst. Ja, nehme ich noch ein Getränk, wo es einfach ganz lustig ist, über den Bildschirm das zu machen und so. Und der Bildschirm ist wirklich alles sehr schön beschrieben mit Foto, was alles drinnen ist und so. Und du kannst auch Gruppen kategorisieren, du kannst es dann auch bewerten zum Beispiel. Ja, du kannst auch eine Liste sehen über die verschiedenen bewerteten Produkte. Du kannst eine Kundenkarte haben, wenn du öfters hingehst, dann siehst du, was du schon immer bestellt hast, was dir am liebsten ist und so weiter. Also wirklich eine geile Idee und macht wirklich Spaß. Das ist auch sehr gut mit der S-Bahn, war das, glaube ich, die lila Strecke, die da, das ist nämlich nicht direkt in Hamburg, sondern auf so einem Vorort, also ein Stadtteil, der vorher ist. Wird das geheißen? Weiß nicht, wurscht. Du kannst auf jeden Fall recht gut mit der S-Bahn hinfahren, musst ein paar Minuten zu Fuß gehen, das ist gar kein Problem, also passt eh ideal.
Wirklich sehr nett, ja, wirklich sehr nett. Ja, leider hat der Sohn immer noch gekränkelt am nächsten Tag, dann Fieber bekommen und Hust und alles Mögliche. Jetzt haben wir ein bisschen Sparprogramm gemacht. Da waren wir dann einfach nur Vormittag ein bisschen shoppen. Ein bisschen geschaut, was es alles gibt und so. Also nicht viel herumgetan, waren ein bisschen Modelle und haben was von Lego gekauft, haben ein bisschen was Lego gebastelt. Also so ein Set, wo man zusammenbauen kann, U-Boot und Schiff und so. Und ja, genau. Ah, das machen wir noch. Also das war eben das, dann der nächste Tag, war ich ein bisschen ruhiger gehalten. Waren dann am Abend auch wieder essen, da gibt es Gemüse, vom Hotel gibt es mal so einen Thailänder und so ein Curry irgendwas und da waren wir auch dort. Schauen ein bisschen, ja, ist nicht so mega einladend aus, diese Läden eigentlich, weil gerade diese Asiaten haben das irgendwie, kommen wir vor, diese Länder, dass alles so ein bisschen gekachelt ist. Das wirkt alles ein bisschen steril, so hallenartig. Man muss sagen, das Essen war mega lecker. Also das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich muss es gleich vorwegnehmen, also liebes Hamburg, eure Gastronomie, so freundlich sind wir schon lange nicht mehr bedient und, wie soll ich sagen, versorgt worden. Ja? Also nicht schleimig überfreundlich, sondern einfach wirklich vom Gefühl her, wirklich herzlich freundlich. Die haben sich bemüht, die waren nett, die waren, ja, wie soll ich sagen, es war einfach, du hast dich wirklich als Gast willkommen gefühlt und hast wirklich gedacht, oh schau, hier freut sich, dass man da ist. Ja? Also war wirklich, wirklich durch die Bank. Ja? Also bei allen, wir waren jeden Abend essen und bei allen Lokalen war das so. Erstens mega lecker und ausgesprochen freundlich. Wirklich super, muss man echt sagen. Ja, am nächsten Tag sind wir dann in die Stadt rein, geht dann mit der U-Bahn, S-Bahn, alles super. Haben uns dann eine Barkassenrundfahrt gegönnt. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, wenn wir in Hamburg waren, das erste Mal mit Junior. Und das ist ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr nach Hamburg fahrt, Barkassenrundfahrt, unbedingt mit dieser Barkasse machen. Das sind diese ganz kleinen, flachen Boote, weil diese weit aus dem Meer rein können. Also mit denen fährst du auch wirklich in die Speicherstadt rein. Mit denen kannst du ein bisschen beim Hafen herum. Also ich kann es empfehlen, eben das mit dieser Barkasse zu machen. Ah, verdammt, die Dropping soll mal schneller gewesen. Egal. Ist eine super Sache, macht riesig Spaß und ist wirklich toll, weil auch der Fahrer dann vom Boot, dann ist ein großes Containerschiff ausgelaufen von Japan, China, irgendwas. Und das ist beeindruckend. Das heißt, wenn du mit dieser Nussschale dann nimmst einen Containerfrachter vorbeifährst, brutal. Und du schaust rauf und denkst, der alter Schwede, hört das gar nicht mehr auf. Also bis zu 13.000 Container haben die auf dem Schiff. 13.000, die Zahl musst du mir geben. Haben wir ausgelernt, da gibt es eine Bezeichnung, so Halbcontainer, Ganzcontainer. Also ein ganzer Container hat zwei Einheiten, der andere Container hat eine Einheit. Irgendwie so. Und auch interessant, früher, wie sie die noch manuell abgeladen haben, diese Schiffe, da hat es 3 bis 4 Wochen gedauert, bis ein Schiff leer war, bis ein Schiff fertig war, dass es wieder auslaufen kann. Heute dauert es maximal 36 Stunden, wenn überhaupt, ja. Also 48 Stunden meistens. Und die Schiffe werden nie ganz B und entladen. Ja. Die fahren im Linienbetrieb, ja. Das heißt, du könntest ja von der A nach B, nach C, nach D und dann überall dort ein bisschen was raus, dort ein bisschen was rein und so weiter. Also, da steckt ja schon Logistik dahinter, wie man das Schiff nicht belädt. Ja. Und das, was man am Schiff hier oben sieht, ist ja nur ein Drittel davon, weil 2 Drittel sind Unterdeck. Ja. Und so ein Schiff hat vollbeladen schon mal so einen Tiefgang von 15 Meter. Also da sind schon einige Container unter Deck, ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Und spannenderweise, von der Besatzung her, ist ja nicht viel los auf so einem Schiff. Ja. Die haben eine Besatzung von circa im Schnitt so 20 Mann. Du denkst, du hast ein Schiff mit ein paar hundert Meter, aber in Wirklichkeit, was brauchst du denn? Ja. Das Schiff fährt eh von alleine, sehr ist GPS gesteuert, du hast einen Kapitän, du brauchst ein paar Leute, die einfach das Ganze am Laufen halten. Techniker, Mechaniker, dann einen Koch für das Personal und so weiter. Ja. Im Großen und Ganzen hast du keinen Passagierbetrieb und nichts, also du brauchst da nicht so viel. Aber war ganz cool, also war wirklich lustig. Und eben auch der Kapitän von der Barkasse, da war ja recht der Junge, der hat auch ein bisschen einen Spaß reinbracht. Das finde ich auch ganz lustig, wenn man ein bisschen Schmäh drinnen hat. Und obwohl natürlich für den wird das, wenn ich das täglich Geschäft sehe, weil sie auch schon denken, Touristen gefraßt und schon wieder dasselbe erzählen. Auf der anderen Seite verdienen sie Kohle damit. Ja. Also muss auch schauen, dass es passt. Aber es ist wirklich sehr nett. Ja. War mit dem Barkassen Meier unterwegs. Kann ich nur empfehlen, war sehr angenehm. Ja, dann sind wir ein bisschen dann so Richtung Jungfernstieg. Da sind wir ein bisschen eingekehrt. Hat es auch was Leckeres zum Kaffee und Kuchen gegeben. War ganz nett. Und am Nachmittag sind wir dann noch
haben wir noch Bushonda. Also da gibt es ja diese Hop-on-Hop-off-Busse, auch sehr zu empfehlen. Da kaufst du ein Tagesticket um, weiß nicht, 30 Euro oder was. Und kannst mit. Man muss mal aufpassen, es gibt verschiedene Arten von diesen Sachen. Wir haben diesen rot-gelben gehabt. Und da gibt es zwei Touren, also nennt sich C und D oder so ähnlich oder irgendwie. Und mit diesen Tagestickets kannst du bei beiden Touren den ganzen Tag fahren. Du kannst einsteigen, wo er eben hält und wieder aussteigen und einfach wieder weiterfahren. Das war sehr praktisch, wenn du sagst, okay, du musst die Stadt ein bisschen anschauen. Dann fährst du einfach mal eine Runde, dauert ca. 90 Minuten. Erfährst du halt ganz lustige Sachen und auch die das eben erklärt hat, war ganz nett. Das war so eine junge Frau, ich weiß nicht, war so eine Studentin oder was, wahrscheinlich, nehme ich an, die würde das so nebenbei machen. Und hat einfach so ganz witzige Sachen reingebracht, man erfährt interessante Dinge, ob es alles stimmt oder nicht stimmt, ob da ein bisschen Touristengequatsche dabei ist, ja, sei dahingestellt, weiß ich auch nicht, ist mir auch wurscht, ist mir einfach nett, aber lustig. Und du siehst einfach Sachen, die du sonst wahrscheinlich nicht sehen würdest, ja, und ja, deshalb hat es gepasst, ja. Ja, so war es dann bei Tag 3, 4, oder was war schon Tag 4, oder war schon der letzte Tag dann? Oder habe ich was vergessen? Wo war noch? Ja, und dann waren wir am nächsten, also am Abend sind wir essen gegangen, da waren wir dann im Blockhaus, das ist so ein Steak-Restaurant. Da waren wir in dem Blockhaus in Hamburg, welches das Beste war, das hat irgendwie einen Preis gewonnen. Blöd finde ich, dass man da nicht reservieren kann. Zumindest, ich wollte es beim Jungfernstieg reservieren, wenn man einfach da einfacher mit U-Bahn hinkommt. Und haben gesagt, nein, sie machen keine Reservierung. Man muss hinkommen und einfach warten dann. Ja. Ich suche mir die Restaurants über die Karte raus. Ja, ich schaue entweder Google Maps oder die Apple-Karten-App, wie auch immer. Und ich zitiere da meinen Arbeitskollegen recht gern, weil wenn du was suchst, also jemand, der gefunden werden will, den findet man da drinnen. Ja. Und einer, der das nicht will, ja, der soll es lassen. Und ich muss sagen, mit allen Restaurants habe ich über diese Art und Weise gesucht. Man sagt seinen Standort, sage ich, suche Restaurants in Umgebung. Und die Restaurants kannst du dann anklicken und dann wird gleich in der Map dann auch so ein bisschen eine Bewertung angezeigt, die von TripAdvisor, wie immer das man ausspricht, kommt. Und da kann man erstens Fotos sehen und sieht auch Bewertungen von den Leuten. Ja. Natürlich sucht man sich Restaurants, aber du sagst, okay, es gibt 5 Sterne, so ab 4, 4,5 wird es interessant. Und das haben wir bei allen gemacht so und sind immer sehr gut gefahren, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. So, Heizung zurückziehen, so warm. Und war ich bei diesem Blockhaus und ja, da haben wir nicht reservieren können, finde ich blöd. Das haben, aber wir sind aber ins andere Blockhaus gegangen, weil ich dann gesehen habe, eben beim Hauptbahnhof gibt es eins und das kann man zu Fuß erreichen von so einem Hotel aus. In 10 Minuten, Viertelstunde, ein bisschen gehen schadet eh nicht. Dort ist mir dann schon vorgekommen, dass sie eine Reservierungsliste gehabt hat. Also vielleicht ist es nicht bei jedem Blockhaus so. Also falls ihr mal vorhabt, dann hinzugehen, ruft es einfach mal an und versucht es zu reservieren. Wenn es geht, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Und wenn man sagen muss, wir sind dort gestanden ohne Reservierung, waren die Dritten in der Warteschlange. Also es waren ein oder zwei Pärchen waren von uns, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und es ist trotzdem zügig gegangen. Also sie waren ausgesprochen freundlich wieder und gesagt, ja, dauert ein bisschen warten bitte. Und ja, dann wartet halt ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben keine 10 Minuten gewartet, ja, und haben einen Tisch gehabt. Der Kellner, ausgesprochen freundlich wieder, haben wir ein Steak gegessen und das Steak war bombastisch, also wirklich, war wirklich gut. Also bei Steak, also wenn man ein Steak kauft, dann weiß er, dass das was kostet, das ist in Ordnung, aber dann wartet man, dass es wirklich top ist. Und was mir einfach gefällt, ist, wenn Steaks nicht in Soßen ertränkt werden. Das ist so ein absolutes No-Go. Also ein Steak mit einer Soße, das kann nicht sein. Weil wenn ich ein Steak habe, kauft man ordentliches Fleisch, kauft man gutes Fleisch und es wird maximal gesalzen und gepfeffert. Sonst kommt dann nichts dazu. Ja? Alles andere ist eine Verschandelung eines Steaks. Ja? Also wer jetzt von euch jetzt sich denkt, oh scheiße, ich esse mein Steak auch mit Soße, ja, geht gar nicht. Also dann habt ihr entweder billiges Fleisch gekauft oder ihr habt so billiges Fleisch gekauft. Also ein gescheites Fleisch, ein gescheites Steak, da braucht nichts dran außer Salz und Pfeffer maximal. Ja? Und das im Nachhinein, ganz wichtig, ganz im Nachhinein. Nicht beim Braten, im Nachhinein. Bei Steaks kenne ich mich aus, brauchst du nichts mehr machen. Bei Steaks kann ich. Ja, beim Steak kochen und beim Skill, beim Shooter nicht. Aber gut. Alles kratzt schon wieder. Wie dem auch sei,
Auf jeden Fall war mein Blockhaus. So, und am nächsten Tag haben wir einen Vormittag verbracht, ein bisschen Shopping, sind wir in die Stadt rein, da in die Mönckebergstraße heißt die, so, da ist der K-Start und viel so Einkaufsgeschäften. Und da haben wir unser Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, alter Schwede, manche Leute leben schon ein bisschen am Mond. So, wir gingen in ein Spielzeuggeschäft. Mein Sohn hat ein bisschen Geld gehabt, hat eben von Bekannten Geld bekommen, dass er im Urlaub was kaufen darf. Ja? Gut, gehen wir in ein Spielwarengeschäft. Ich hätte mir auch gerne was gekauft. Ich sage, Lego Technik, geile Scheiße. Ich sage euch, das sind so viele Sachen, die ich gerne hätte. Wahnsinn. Und irgendwann kaufen wir eben den mega großen Kran oder irgendwas. Irgendwann kaufen wir. Aber wurscht. Sohn sucht sich was aus, sucht sich was von Feuerwehrmann Sam aus. Ja, ist halt gerade aktuell zum Spielen. Feuerwehrmann Sam ist super. Passt. Dann gehen wir zur Kasse und das einfach ein bisschen den Umgang mit dem Geld mal schön langsam lernen. Das haben wir mir gesagt, wie schaut das Geld aus? Darf er selber bezahlen? Okay, Kassiererin ist sehr freundlich und ja, passt, ist in Ordnung, darf er selber zahlen. So sucht er sich das Geld raus. dann sagt sie doch nicht glatt zu uns: Ja, lass dir nur Zeit, ist ja wohl nicht so einfach für dich. Ist auch ein ganz anderes Geld. Meine Frau dann so: Wir kommen aus Österreich. Wir haben auch Euro. Ach, das wusste ich ja gar nicht, hat sie gesagt. Das wusste ich nicht. Ich war schon so lange nicht mehr in Österreich. Wir haben kurz da gestanden und uns gefragt: Verarscht uns die jetzt? Oder ist die wirklich, sorry, wenn sie so doof? Liebe Leute, Österreich, Nachbarland, ja? Man sieht ja, Hamburg ist weit oben, verstehe, ja? Aber Nachbarland, also ich weiß auch nicht von ganz Europa, wer jetzt wirklich bei der EU ist oder wer jetzt wirklich Euro hat oder nicht, aber ich weiß, dass Deutschland Euro hat. Und Deutschland hat genauso lange Euro wie Österreich. Ja? Wir sind zur selben Zeit zur EU gekommen und haben zur selben Zeit umgestellt. Also, ja, wir haben auch Euro, liebe blonde Verkäuferin. Wir haben Euro. Ja. Ja, und seitdem ist es daran gegangen bei uns, wenn wir dann nach Hause geflogen sind, sagt, weißt du was, am Flughafen, da geben wir unser ganzes Geld auf, weil zurückwechseln wollen wir nicht mehr, weil das ist ja nervig. Aber ja, der hat wirklich gesagt: Ach, habe ich gar nicht gewusst, dass ihr auch Euro habt. Also die beste Meldung: Ja, euer Geld schaut ja ganz, ist ja ganz anders, gell? Muss ich sich umgewöhnen. Ha, immer Wahnsinn, ja. Gut, wir haben auch Euro. Nochmal festhalten, für alle anderen, die das Video jetzt sehen und nicht wissen: Ich komme aus Österreich, das ist ein Nachbarland, was südlich von Deutschland ist, ja. Grenzt direkt dran, Bayern, da unten. Ja. Gut, für manche da oben ist Bayern schon gar nicht mehr Deutschland, ist es aber. Für uns Österreich ist Bayern ein bisschen Österreich, muss ich auch sagen. Auf jeden Fall, wir haben auch Euro, ja, auch schon seit 2000 oder wann war der Wechsel, weiß ich gar nicht mehr. Also seitdem haben wir auch Euro. Die gleichen Euro wie bei euch übrigens, ja, schauen genau gleich aus. Ja. Habt ihr denn auch schon Euro? Habe ich gar nicht gewusst. Wahnsinn. Na gut. Ja, dann retour am Flughafen. Ich weiß jetzt auch, warum man beim Flughafen kein Wasser mitnehmen darf. Durch die Sicherheitskontrolle. Nämlich, weil sie noch im gesicherten Bereich das Wasser dann um 3,25 Euro verkauft. Eine Flasche 03. Wasser. Stilles Wasser. Wasser. Einfach Wasser. Wasserleitung aufdrehen. Rind raus. Wasser. 3,25 Euro. Alter, bist du deppert. Ich muss es immer wieder ein bisschen in Schilling umrechnen, weil es mir einfach dann das Ganze noch ein bisschen illustrierischer, einfach ein bisschen anschaulicher wird. 3,25 Euro, das sind knappe 40 Schilling. Das sind knappe 6 D-Mark, falls jemand noch D-Mark kennt, ja, von euch. Für 0,3 Wasser, für 3 Schluck Wasser, unglaublich. Also als wenn ich das die Socken kaufe, natürlich, jo, ist ja ein Flughafen, bla bla bla. Jo ey, Flughafen, bla bla bla. Alter Schwede. Gut, wir Deppen haben es gekauft. Na gut, Junge, natürlich bin ich nicht draufgekommen, ich bin so ein Trottel. Jetzt habe ich meine Trinkflasche ausgeleert vor der Sicherheitskontrolle. Ich hätte sie nachher einfach wieder auffüllen müssen am Klo, ja. Beim Waschbecken. Wäre auch wurscht gewesen. Hätte ihm genauso geschmeckt. Aber nein, ich kaufe eine Wasserflasche um 3,25 Euro. Tschakka. Gut, hätte jetzt nichts zum Verzählen. Ja? Passt auch wieder. Muss ich mal kurz überlegen, wo ich überhaupt hinfahre, vor lauter Quatschen. Ah ja.
So. Verstopfte Nase auch schon langsam von lauter Quasseln. Ja, bin fast am Ziel. Ein bisschen brauche ich noch ein paar Minuten. Die Folge 30 Minuten voll gelabert. Wahnsinn, was kann man 30 Minuten labern? Aber man sieht es eh, irgendwas fällt einem immer ein. Ja, was soll's. Jetzt muss ich nur die richtige Kreuzung erwischen, weil es ganz einfach da. Das ist die falsche, glaube ich. Genau. Sind doch zu früh. Tja, so ist es, gell? Also Hamburg ist wirklich super. Also Hamburg wäre sicher mal wieder fahren, auf jeden Fall. Eine schöne Stadt habt ihr da, ja. Sehr viel Grün. Wir sind im Hotel gewesen, im 19. Stockwerk, also ganz oben. Das war ganz cool. Guter Blick über die City. Da super Sonnenaufgang. Rettungswagen sind angefahren. Irgendwo muss der Krankenhaus gewesen sein. Irgendwo ist der Hubschrauber war dann so runtergezogen bei uns, haben wir rausschauen müssen beim Fenster. Beim 19. Stock beim offenen Fenster rausschauen ist nur so eine Sache, ja. Aber so schräg drüben ist der Krankenhaus gewesen, ist der Hubschrauber am Dach gelandet. War ganz interessant zum Anschauen. Man, für uns sowieso. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich einen Rettungswagen höre, wünsche ich mich immer hinein in diesen Rettungswagen, so als Sanitäter eben. Ich mache das ja beruflich, ich bin Notfallsanitäter und vor allem Rettungswagen. Und da merke ich immer wieder, dass mir der Job schon Spaß macht. Ja. Also jedes Mal, wenn ich so ein Rettungsauto höre, denke ich mir, da war es cool drinnen sitzen. Da habe ich ein paar Mal drüber überlegt, es wäre schon cool, auch in Deutschland zum Beispiel am Rettungswagen zu sitzen, weil die ein bisschen andere Standards haben mit mir, wesentlich höhere. Und höhere Standards machen einfach mehr Spaß, als du davon mehr machen kannst. Du musst natürlich mehr Ausbildung machen, also 3 Jahre Schule und so Sachen. Also ist in meinem Alter wahrscheinlich nicht mehr so leicht und vor allem, ich will nicht übersiedeln oder was. Aber so im Prinzip, wenn du sagst, du bist jung und überlegst dir sowas, bah, der Job, der Daumen, würde, also wenn ich noch mal so jung wäre, würde ich mir schon überlegen und sagen, okay, ich geh nach Deutschland oder irgendwo hin und mache das dort. Du kannst fahren da vorne, wenn keiner kommt, kannst du fahren. Ja? Du brauchst nicht warten, bis irgendwas passiert. Furchtbar. Lücken da, du kannst mit dem Flugzeugträger könntest abbiegen und wenn du schnell genug er vor mir wartet. Na, okay. So, jetzt können wir fahren, der steht schon. Komm, fahr mal. Mal tragen wir das Auto. Langsam, nur schön langsam. Ja. Sonst wieder keiner abbiegen, nur wir zwei. Passt eh. Gut. Also, da war schon Überlegung, ob ich sowas machen würde. Ja. Wenn ich noch mal jung wäre. Bin ich nicht mehr, also wurscht. Tja. So, was ich übrigens mal gerne hätte von eurer Seite, ein bisschen mehr Kommentare, Fragen, eigene Meinungen. Dann könnte man ein bisschen einbinden, einmal, weißt? Dann könnte man sagen, schau, ich habe da was über das gelabert und das hat er gemeint. Dann kann man so ein bisschen so ein Retalk machen zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen über das, was ich geredet habe, mit eurer Meinung, über das nochmal reden oder so. Wäre ganz lustig, glaube ich. Was ich in Hamburg auch gesehen habe, wesentlich mehr E-Auto-Anteil, zwar nicht viele leider, aber doch einiges, also vor allem auch diese Elektro-Tankstellen. Da ist mir zu meiner Frau auch gesagt, auch wenn wir heimgefahren sind, also mein nächstes Auto, das dauert jetzt, unser Auto ist 5 Jahre alt, das dauert sicher noch 5, 6, 7, 8 Jahre, aber unser nächstes Auto wird sicher ein Elektroauto, hundertprozentig. Also da werde ich auch schauen, dass es irgendwie geht. Weil mir juckt, das ist ja Tesla, finde ich einfach grandios. Aber in 5-6 Jahren kommen auch andere Hersteller und dieser Opel Ampere zum Beispiel, der ist auch schon sehr interessant, aber es werden auch noch andere kommen. Es gibt ja Konkurrenz zum Tesla mittlerweile, eine Firma, die auch noch recht bedeckt hält, wo es auch noch kein Auto gibt, das ist ein Prototyp, so ein Verhüllten haben wir mal gesehen, aber die werden auch kommen. Also ich denke, da kommt einiges noch daher und vor allem auch die Akkutechnik. Habe ich es erzählt? Ich habe es vor kurzem ein YouTube-Video gesehen von einem Taxifahrer in Deutschland, der mit einem Tesla fährt, also der Elektroauto fährt. Und dann haben sie alle gesagt, nein, das wird nichts, das kannst du vergessen, das geht nicht und haut nicht hin. Und dann haben sie ein Video gemacht, also irgendwo hat geredet vor dem Publikum und haben sie seine Erfahrungen erzählt. Und sein Fazit war, dass er begeistert ist. Er fährt mit einer, ich schon erzählt, bin mir nicht sicher. Wurscht. Er fährt mit einer Akkuladung für den ganzen Tag zum Beispiel, ja, das geht sich aus. Und hat jetzt 200.000 Kilometer drauf, einen Akkuverlust von 50 Kilometer in etwa, also im Prinzip auch marginal für die Kilometerleistung. Was mich dann schon interessiert ist, was ist da, wenn die Akkus mal hin sind? Wie tauscht man das aus? Kann man es austauschen überhaupt? Weil das ganze Untergestell ist ja mehr oder weniger Akkutechnik bei dem Auto. Das würde mich interessieren, da bin ich gespannt, wie das ist, ob ich da mal was Informationen diesbezüglich bekomme. Wäre sehr interessant. Aber auch wenn die Leute immer sagen, Akku beschädigt und so weiter, das ist. Oder Akku, gerade so Lithium-Ionen-Akku, ist ja gar nicht so viel Zeug dabei.
Aber es ist ja gar nicht viel. Das sind ja Lithium-Ionen und ein bisschen Dings. Und irgendwo sind die 90% oder 95% dieser Akkus, bleibst du bitte auf deiner Spur, danke, 90% bis 95% dieser Akkus kann man wiederverwerten. Ja? Die werden recycelt. Also ist gar nicht so schlecht. Also deshalb bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja? Also ich bin schon sehr pro Elektroauto, so gesagt, wie es ist. Und wir waren auch im Zoo sind wir auch gewesen. Siehst du, den einen Tag habe ich das ganz vergessen. Zoo im Hagenbeck Zoo. Hagenbeck heißt der in Hamburg. Da war es auch nicht schön Wetter, da leichte Niesel oder was, weil schützt gut, war toll. Aber war super. Ja, schöner Zoo, recht groß. Da haben wir alles mögliche an Tiere. Haben wir so ein Tropenhaus haben sie, da sind wir diesmal nicht drinnen gewesen. Das relativ teuer ist. Also schon ganz schön satt. Also da zahlst du zwei Erwachsene, ein Kind. 50 Euro für einen normalen Zoo-Eintritt und wenn du auch noch das Tropen-Aquarium willst, zahlst du knappe 80 Euro. Das ist schon satt, ja. Aber gut. Ist halt so. Jetzt muss ich schon wieder vorne, dann muss ich da jetzt drüber und muss dann gleich von da rüber, also ich muss jetzt rüber. Dankeschön, danke, ganz nett. Siehst du, es gibt auch nette Leute in Salzburg. Sicher Deutschland werden. Salzburger. Wahnsinn. Ja. Ja, wirklich satt. Also 80 Euro finde ich schon. So ein Familienausflug, gell. Isst vielleicht noch was. Aber auch da im Restaurant, im Zoo, ausgesprochen freundlich, das war super. Ja, so, jetzt freut es mich nicht mehr. Jetzt rede ich ja 40 Minuten. Von euch hört man gar nichts. Gerne. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal ein bisschen Kommentare schreibt, vielleicht eure Meinung dazu gibt. Also gerade Elektroauto, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also bitte Elektroauto, würde mich interessieren, ob euer Interesse mittlerweile auch geweckt ist, ob das eine Alternative für euch ist. Ich sag's euch, diese 400 Kilometer Reichweite sind völlig ausreichend. Ja, bin gespannt. Also lasst mich mal von euch hören. Ansonsten sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich sage, tausche meine Xbox One, es geht Xbox One S um. Mal schauen, ob sie das ausgeht, diese Unboxing machen oder so oder wie auch immer. Ja, ich werde euch einmal auf meiner Facebook-Seite, bitte schaut auf die Facebook-Seite, bitte bitwalker.bitwalker.at, dann kommt ihr direkt hin. Weil ich den Blog habe jetzt abgedreht, keine Zeit, also ich mache jetzt alles über die Facebook-Seite, Twitter, Instagram und bla bla bla, ihr schon wisst. So. Ja, also danke nochmal, ich wünsche euch was, schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche, schöne Arbeitstage, schöne Schultage, was auch immer. Wir sehen uns wieder auf Facebook, auf YouTube oder einfach hier oder irgendwo, ich weiß. Vielleicht.